2021 Ade, 2022 willkommen. Was war das für ein Jahr 2021? Pandemie, Naturkatastrophen, Wahlen, politische und gesellschaftliche Veränderungen und wir, Sie, die Mitgliederinnen und Mitglieder und unser Club gewissermaßen mittendrin. Wir haben gewählt und Frau Merkel übergab das Amt an den neuen Bundeskanzler Scholz. In Amerika ist ein neuer Präsident gewählt worden nach großen Auseinandersetzungen, vor allen Dingen in Washington. Wir haben die Erstürmung des Kapitols in Erinnerung. Die Naturkatastrophen haben die Menschen in unserem Land noch mal zusätzlich belastet, wie auch die Pandemie in Deutschland, aber auch hier in Berlin. 2022 soll nun ein Jahr werden, ein neues, ein besseres. 2022 wird bedeuten, und das ist die Hoffnung, dass wir die Pandemie überstehen können. 2021 und in 2022 wird der Berlin Capital Club da sein. Er wird die Mitte bilden für Austausch, für Gespräche, für Begegnungen, für gutes Essen, für Kultur. Ich bin den Leuten hier, der Mannschaft, Patrick Neser und Manfred Gugerell, sehr dankbar dafür und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie es geschafft haben, in 2021 den Club offen zu halten, da wo es geht. Gewissermaßen ein Ort der Stabilität. 2022 wollen wir das auch wieder erreichen. Was sind die Erkenntnisse aus dem letzten Jahr, die wir in diesem Jahr vielleicht übertragen können? Und der Club, Sie, die Mitgliederinnen und Mitglieder, sind ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Eine Vielzahl der Menschen haben in Berlin zum Anfang des Jahres und auch in Deutschland gesagt, sie brauchen mehr und sie fordern mehr ein. Und hoffentlich wollen Sie davon auch etwas geben, was man heute mit Solidarität bezeichnet. Dann trage der eine des anderen Last. Das ist ein Spruch aus der Bibel. Und vielleicht ist er auch ein Zeichen dafür, dass wir uns darauf besinnen sollten, auch wir hier in dem Club. Schauen Sie, es ist eine Frage der Solidarität, wenn man sagt, man lässt sich impfen, um andere zu schützen, andere, die nah sind, aber auch sich selbst. Es ist ein Akt der Solidarität, wenn es darum geht, zu erkennen, dass Menschen Wohnungen suchen. Wir alle wissen das. Immer wieder ist das Thema Wohnen auch bei uns als Thema der Veranstaltungen, egal ob im Business Breakfast, also beim Frühstück, ob zum Mittag oder zum Abend. Aber viele sagen, nein, bitte nicht in meiner Nähe. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, wo wir als Berlin Capital Club Politiker, Unternehmer, andere Menschen aus Kunst und Kultur und Institutionen eingeladen haben, schon jetzt eingeladen haben, um mit uns darüber zu sprechen. Der Club ist gewissermaßen ein Ort für Gastlichkeit. Er ist aber ein Ort auch für Austausch und damit auch ein Ort für gelebte Solidarität. Was bleibt es mir zu sagen am Anfang eines Jahres, von dem wir alle ausgehen, dass es besser wird als vielleicht das letzte Jahr? Nun, zunächst danke ich der Familie Klostermann, die uns die Möglichkeit gibt, auch hier im Club das zu tun, was wir mit Manfred Gugel zu sprechen, der Wiener Gastlichkeit gewissermaßen vermitteln wollen, vermitteln zwischen Menschen. Aber auch die Mannschaft, die da ist, die ihren Dienst leistet und Teil des Gastgeber Berlin Capital Clubs sind. Vor allen Dingen aber danke ich Ihnen, den Mitgliederinnen und Mitgliedern, dass sie 2021 dem Club die Treue gehalten hat, Anregungen gegeben haben, auch von dem reichhaltigen Angebot an To-Go oder digitalen Veranstaltungsformaten Gebrauch zu machen. So haben wir im letzten Jahr an zwei Tagen mit jeweils 200 Menschen hier im Club unser 20-jähriges Bestehen gefeiert. Nun bereiten wir uns auf das 21. Jahr vor. Ich wünsche Ihnen für dieses Jahr viel Freude, Glück, Gelassenheit und vor allen Dingen Gesundheit. Das sind die 3 Gs, die ich Ihnen wünsche und uns allen Solidarität und Achtsamkeit und erfolgreiches Wirken. Bleiben Sie gesund. Prost auf ein gutes 2022.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Berlin Capital Club, auch in diesem Jahr bleibt uns nichts anderes übrig als eine besondere Form, eine elektronische Form der Grußworte und des Neujahrsempfanges zu wählen, wobei wir ja beim Neujahrsempfang wenigstens dann durch gemeinsames Anstehen auch zur Abholung der Grüße des Clubs wieder vereint sind. Das ist hoffentlich das letzte Mal, aber da ist nur die Hoffnung da. Ob es wirklich klappt, werden wir nicht wissen. Jedenfalls nicht so schnell. Wir hoffen gemeinsam, dass in diesem Jahr es gelingt, durch Impfen, immer mehr Menschen auf die sicherere Seite zu ziehen und den Verlauf der jeweils dann wieder kommenden Variante leichter zu gestalten und so vielleicht auch schrittweise wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Ein normales Leben ist uns in den letzten 2 Jahren mehr oder minder verwehrt gewesen, ziemlich ziellos teilweise getrieben von Angst und weniger von wissenschaftlichem Rat, hat die Politik sicherlich manches richtig entschieden, manches auch nachhaltig falsch. Wir werden erst am Ende des Jahres, vielleicht erst am Ende des nächsten Jahres wissen, wie das auch für die Wirtschaftskraft und für das Leben, das urbane Berlin ausgegangen ist. Wenn es aber einen Ort gegeben hat, der immer dann, wenn er öffnen durfte, irgendwo doch unser Rückzugsort gewesen ist, unser Stückchen heile Welt, dann war es der Club, der bewiesen hat, auch als gastronomische Einrichtung, dass man in Krisenzeiten durchaus erfolgreich bestehen kann, wenn man ein Top-Team hat, bei der Schwarzen Brigade, bei der Weißen Brigade und im Management. Und die haben uns sehr sicher durch die gesamten schwierigen Zeiten als Club geführt. Und das bestärkt einen mit Mut. Das ist eines der guten Beispiele, auf die es ankommt. Wir sitzen hier in einer Straße, die in der Umbenennungsdiskussion ist. Mohrenstraße, ja oder nein? Es haben sich die durchgesetzt, die offensichtlich historisch noch nicht verstanden hatten, dass Residenzstädte zu der Zeit, als dieser Name vergeben wurde, eine Straße nie negativ konnotiert, sondern nur positiv konnotiert haben. Aber es gibt auch manch anderes. Wir dürfen wenigstens noch Damen und Herren zur Begrüßung sagen, ohne ausgepfiffen zu werden. Das gibt einem ja auch Hoffnung. Und in dieser Hoffnung, dass das hier ein bisschen ein Ort bleibt, der neue Kräfte, Innovation, auch wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Art, auch mit einem gesunden kleinen Maß konservativer Behaglichkeit eines Businessclubs verbindet. In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, mit mir das Glas zu erheben und anzustoßen auf ein weiteres erfolgreiches Jahr für den Berlin Capital Club und natürlich vor allen Dingen für die, die den Club ausmachen, für unsere Mitglieder. Auf Ihr Wohl. Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder des Berlin Capital Clubs, liebe Freunde unseres wunderbaren Clubs, ich möchte Ihnen auf diesem Weg alles erdenklich Gute für das neue Jahr wünschen. Das neue Jahr 2022 hoffentlich mit weiteren Verbesserungen in der Problematik der Corona-Pandemie, natürlich auch hoffentlich mit einer Verbesserung der allgemeinen Möglichkeiten, sich zu treffen, was damit natürlich direkt parallel auch möglich sein wird. Ich glaube, die letzten beiden Jahre haben uns alle sowohl im Business als auch persönlich, als auch in unserem Zusammenkommen mit Menschen, mit Freunden, mit Geschäftspartnern sehr, sehr viel abverlangt. Und es ist wichtig für uns alle, uns zu treffen. Menschen wollen sich treffen. Menschen wollen sich austauschen. Menschen können lesen. Menschen können heute Informationen weltweit innerhalb von Sekunden austauschen. Wir können Videokonferenzen machen, aber wir können uns dabei nicht spüren, wir können uns nicht fühlen, wir können nur schwer emotionale Themen erkunden und erleben. Und deshalb ist es für Menschen und für uns alle wichtig, dass wir wieder zusammenkommen können. Daraus resultierend hoffe ich und wünsche ich uns allen, dass wir dies erreichen, und wir werden sicherlich alle auch unseren Beitrag dafür leisten, das zu tun. Und da haben wir mit unserem Berlin Capital Club auch einen wunderbaren Rahmen, um uns zu treffen. Und ich genieße selbst auch immer, wenn ich in Berlin bin, dorthin zu gehen, interessante Menschen zu treffen, mit einem hervorragenden Service, mit tollen Ideen bei den Veranstaltungen, mit einem sehr, sehr engagiert erfolgreichen Management,
die auch in diesen schwierigen Zeiten dafür gesorgt haben, dass der Berlin Capital Club mit vernünftig und auf vernünftigen und guten Beinen steht und wir uns alle daran erfreuen können. Ihnen allen wünsche ich ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2022 und ich freue mich, wenn wir uns persönlich wieder treffen.